Noch. Wir nehmen mal meinen Auftrag an. Zur Tankstelle. In Holbrook oder was? Ja, Tankstelle innerorts Holbrook. Okay. Wie sind die hier? Ach, da. Ich weiß, wer zuerst dort ist. Du nie? Also ich war gerade schon da. Ich habe mich jetzt abschleppen lassen zur Werkstatt, weil ich hatte fast 60% Schaden. Der war schuld. Ja. Komm du nicht, ich, weil ich mich abschleppen lassen musste, weil ich gedacht habe, ich könnte dich betrügen und bin in den Straßengraben gefahren. Jetzt bin ich an der Tankstelle vorbeigefahren, verdammt. Das nennt man Karma, Bitch. Da musste ich mich in die Werkstatt porten lassen. Das ist Karma, Bitch. Achso, nee, ich bin gar nicht bei der Tankstelle, ich bin bei der Werkstatt Tankstelle, Garagentankstelle. Gesundheit. Oi, Alter, echt mal. Oh, Fisch. Wirklich Bad Boy, ey, du kannst wirklich mal dein Mikro ausmachen, wenn du so heftig niesen musst, ey. Dann ist der ganze Schleim hier im TS verteilt. Was? Dein ganzer Rotz ist im TS. So, mach ich mal einen Screenshot von meinem Preis bisher, wie viel Geld ich hab. Nein, noch nicht. Nee, erst wenn du die Ladung dran hast. Ja, wir müssen erstmal an einem Ort sein, um eine Ladung überhaupt festzulegen. Soll ja jeder dieselbe Ladung haben. Naja, das können wir doch immer noch auswählen. Wir können uns doch an der Firma an der Garagentankstelle. Ich hab eine Firma. Na, wo wir die Ware annehmen. Ja, kommt doch einfach erstmal zur Tankstelle, dann sind wir hier alle zusammen, dann kriegen wir auch denselben Auftrag, weil wenn ihr zum Beispiel jetzt da hinten steht... Ich frag jetzt nochmal, treffen wir uns an der Tankstelle, ja. In Holbrook, treffen wir uns an der Werkstatt, in der Garage. Sind wir. Holbrook hat keine Werkstatt, nur eine Tankstelle. Doch, Tankstelle, doch, Holbrook hat ein... Ach nee, ich bin in Flex, ich bin nach FlexDev geportet worden, wegen der Werkstatt. Weißer. Ja, lass uns alle zur Werkstatt porten. Einmal mit Profis zusammen. Scheiße. Alle zur Werkstatt, fertig. Ich bin in Holbrook, fertig. Ich bin in FlexDev, sorry, ich wurde nach FlexDev geportet, weil ich das nie bedacht habe. Aber ich bin dort auch nie mehr rausgekommen aus der Lücke, sorry. Seid ihr jetzt Werkstatt alle, oder was? Jo. Also wo jetzt? Treffen wir uns jetzt in FlexDev oder treffen wir uns jetzt in Holbrook? In FlexDev an der Holbrook. Werkstatt treffen wir uns. Alles klar. Also einmal F7, oder? Ja. Einmal F7 drücken. F7 Eingabe und dann Ja drücken. Das ist alles teuer. Ja, oh Gott, von irgendjemandem kriege ich jetzt $250. Wer wollte, dass wir jetzt hierher fahren? Nur 250? Weißt du was, du bist Multimillionär und plagst dich wegen $300. Ja, was glaubst du, warum ich Multimillionär bin? Weil er so wenig wie möglich ausgibt. Weil du es wie Facebook mit den Steuern zahlen machst wie in Deutschland. Oh, das ist unfair, dein LKW ist viel kürzer für den Kreis. So, also ich stehe jetzt in der Werkstatt in FlexDev. Ich auch. Wen guck ich denn hier an? Nuggets. Was gibt's jetzt da, Aufträge? Ist ja noch gar keine, weil wir wissen ja gar nicht, was hier. Nugget ist noch in der Tuning-Abteilung. Coolcase, du bist der Nächste, der irgendwo gegenfährt, werd ich mit dir. So leise, tut mir leid. Ich hab dich leise gedreht. Ja. Sobald alle bereit sind. Ja, bereit. Ja. Haben wir Externe? Dann würde ich gerne nach Hornbrook fahren. Ja, habe ich auch was. Eine Walze. Walze, jo. Walze, habe ich auch. Jo. Dann lass uns die nehmen. Brock? Warte. Habe ich die auch, nehmen wir alle. Wo geht's? Walze, Hornbrook. Nochmal für alle: Walze, Hornbrook. Bitte warten. Schüler mit Schokolade nach Hornbrook? Okay, nehme ich Schokolade nach Hornbrook.
Bei Fressen ja. Ein Stück. Genau. Du wirst auch nicht schlanker, versprochen. Komischerweise habe ich keine Weite. Ich bin nicht schlank, ich bin eine fette Sau. Aktualisieren, einfach nochmal aktualisieren, da müsstest du sie haben. Bei Taxen gibt's eine Weite. Warte mal, ich hab falsch sortiert. Okay, warte. Ich hab Vorwart, ich hab Rot hier. Du hast Rot. Rot, du hast Rot, okay. Ich hab Vorwart, ich hab Rot, das ist das Beste. Ja, bla bla. Ey, klaust du mal bitte mein Ding hier nicht da? Ich hab keine Walze. Ja, hast du sonst noch was anderes nach Hornbrook? Leider nicht, warte mal, ich guck mal schnell nach Bestimmungsort. Achso, aktualisieren schon gedrückt. Ja, so oft kann man gar nicht aktualisieren drücken, wie ich aktualisieren. Nach was hast du sortiert? Holbrooker. Ich habe jetzt nach Bestimmungsort sortiert und ich habe Hornbrook leider nicht mit dabei. Ah, scheiße, kann ich wieder. Hast du was in die Nähe? Ist egal. Noch nach Ulrika habe ich was. Nebenan. Das könnte er doch mitnehmen, das ist nie weit weg von Hornbrook. Ja, aber wir wollten noch einparken auch machen. Ach so, ja, wir wollten ja die gleiche Challenge. Ja, da müssen wir wohl. Nee. Doch. Wenn, dann machen wir es richtig. Dann fahren wir. Ja, dann koppel ich den jetzt ab und hol mir den von Eureka, den Wagen. Reifen, oder? Warte. Ich muss erst mal die Tor loswerden. Was abwerfen jetzt, oder was? Jo. Also Reifen nach Eureka jetzt, okay? Warte. Ich werf mal ab und dann guck ich mal. Den jetzt, nur Autoteile, ich hab keine Reifen. Moment, ich muss grad die Tor Eureka. Ab. So, okay. Jetzt ja, noch also... Weil du noch nicht so weit freigeschaltet hast, die Touren, oder? Ich hab, also ich hab Reifen nach Eureka. Reifen Eureka, doch, ich hab Reifen Eureka. Ja, dann nehmen wir die. Also haben wir jetzt alle Reifen, ja? Ja. Moment, bitte warten. Eureka, Autoteile. Aktualisieren, danach hatte ich auch Reifen drin. Können wir mal den Mendel hier helfen? Der an den Bagger rumdreht, der versucht das Rad abzukriegen hier. Das ist so lustig. Also haben wir jetzt wirklich alle die Reifen Tor nach Eureka? Ja. Also warte doch mal, ich noch nicht. Wieso denn nicht? Ja, ich hab bloß einen Teil, ich hab Autoteile nach Eureka. Hab ich auch noch da. Hulk, warte, den Anhänger noch nie dran machen, wir müssen wahrscheinlich doch die Autoteile nehmen. Autoteile. Ja, da ist immer dumm. Wenn wir jetzt das wieder alle abbrechen, dann kriegt wieder einer die Fracht nicht mit. Dann sollen wir alle gleichzeitig annehmen. Und nicht erst immer nach und nach. Ja, aber die Touren laufen nicht so schnell ab. Und das Ding ist einfach. Der einzige Grund, warum wir die Touren nicht bekommen, ist, weil wir nicht alle gleich hoch im Level sind und alle das gleiche geskillt haben. Na doch, wir haben ja die gleichen Orte, wir haben bloß die Touren nie alle. 99%. Ja, aber Peter, wir zum Beispiel, ich weiß nicht, Nugget hat auch so ein hohes Level, wir haben ja halt alles freigeschaltet, wir sehen alle Touren, die da sind. Ja, ach dann so. Müsste ja Nugget dasselbe wie ihr haben. Und er hat also Autoteile habe ich zum Beispiel. Und Autoteile hat Nugget auch angenommen, ich sehe nämlich hier seinen Trailer mit seinem Namen stehen. Ja. Also nehmen wir jetzt die Autoteile. Ja, nehmen wir jetzt, oder? Halt ja, wenn sie alle haben, dann nimmer. Bettbär, bist du weggefahren oder bist du runtergeflogen? Nein, ich bin immer noch da. Okay. War jetzt gerade ein Platz frei geworden vor mir? Okay, also nehmen jetzt nochmal zur Bestätigung. Haben jetzt alle die Autoteile nach Eureka? Ja? Ja. Gut, dann nehmen wir jetzt die Autoteile nach Eureka. Ja, nehmt ihr mal. Ich warte dann, bis der nächste Auftrag kommt.
Bei denen habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. War es jetzt in die Einpack-Challenge oder ist das jetzt hier die Schaden-Challenge? Die Einpack-Challenge können wir mit den Autoteilen schon machen. Und die Schaden-Challenge ist, glaube ich, ein bisschen egal. Bauen durch die Bursche. Ja, egal, ist 88. Ich hab nur Maschinenteile. Wohin geht denn euer Auftrag? Eureka. Nach Eureka. Ja, das ist mir klar, aber in welchem... HMS. HMS, ja, dann nehme ich Maschinenteile. Hat denselben LKW wie ihr und gut ist. Ich glaube, das ist Monkey, dein Trailer zu backen. Nee, wahrscheinlich nie. Das sieht immer nur so aus. Ork, fahr raus. Nein, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich abschleppen lassen. F6, Eingabe, abbrechen. Aha, ich bin nagelt. Und ein Monkey, die Luffy. So, ich nehme jetzt Maschinenteile nach Eureka, ist dasselbe wie ihr, in derselben Firma, also auch mit demselben LKW, deswegen ist das nicht so. Aber mit demselben Anhänger ist also nicht das Problem. Ich habe nur einfach nur ein Buch drin, genauso wie ihr. Nee, ja, ich habe zum Beispiel einen anderen Trailer, ich habe Autoteile, aber ich habe einen Container. Keinen kürzeren Anhänger. Ja gut, dann können wir das mit dem Einpacken eh vergessen, weil ich habe mit den Autoteilen... Ja, weil es kürzerer Trailer als ihr habt. Den ich hab. Ja, den hab ich auch. Den kürzeren Trailer. Ich hab einen etwas größeren. Außerdem ist mein Anhänger gerade im Boden reingebackt. Ich hab's gerade gesehen, wie der runtergefallen ist. Oh Leute, lassen wir das einfach mit dem Einpacken für heute. Jeder einfach irgendeinen Trailer dran, Hauptsache nach Eureka, fertig. Ja, ich kann meinen Trailer nie aufnehmen. Warte mal, weil ich wahrscheinlich drin bin, warte mal kurz. Nee, mein... Dein Anhänger backt, ne? Jetzt bist jetzt kann dagegen ich, jetzt gefahren. Kann ich ihn aufnehmen. Ja, also die Schadenschallenge habe ich schon verloren. Ja, weil du nicht erwartest, dass ich mit meinem Hänger weggehe. Warum denn das? Nee, also ich bin einmal an den Zaun gefahren, beim Gelände drauf fahren und einmal bin ich jetzt richtig heftig in meinen Trailer reingeknallt, da habe ich mir auch nochmal 3% geholt. Dann bin ich und meine Ladung hat definitiv Schaden. Auch einen Schaden. Ja, die hat auch 1%, also ich habe die Challenge verloren. Ja, die Frage ist, am wenigsten Schaden oder am meisten Schaden? Am meisten. Ja, ich habe 6% auf dem Laster und ich habe 1% auf dem, auf der Ladung. Oh, er checkt's nicht, ey. Wieso? Was? Geringster Schaden mit höchster Strafe war die Idee von... Wer den geringsten Schaden auf der Ladung hat und gleichzeitig... Wieder wenigsten Damage. Ah, die Loks tun wieder hier spawnen, die tun wieder abblinken hier. Die ganzen KI-Fahrzeuge da. Ja, wie sieht's denn aus? Für KI-Fahrzeuge. Die Eisenbahn da draußen. Ja, das hatte ich vorhin auch. Die ist aufgeblockt und aufgeblockt und dann ist sie irgendwann stehen geblieben. Ja. Und dann war sie weg und dann konnte ich wieder rausfahren. So, dann wollen wir jetzt mal starten. Also haben wir jetzt eine Challenge oder haben wir jetzt keine Challenge? Und wenn ja, nö, sind jetzt sieht die nicht Bedingungen. Aus. Wir haben nicht denselben Trailer, passt also. Ja, wir haben keine von beiden Challenge. Der Trailer hat, der kann ja die Dings machen, dann die Einpack-Challenge. Ich habe zum Beispiel mit dem gleichen Trailer eigentlich. Ja, ich habe mit Nugget Quest fahren. Den gleichen Trailer. Und ich habe auch Nugget mit irgendjemand fahren. Denselben Trailer. Also, ja, mit mir, mit Monkey. Ja. Welche Route fahren wir? In welche Route, die am Navi angezeigt wird? Welche sonst? Und können sie auch ändern. Ja, wozu denn?
keine Ahnung, um irgendwelche nervigen Straßen zu umgehen zum Beispiel. Wie kannst du bei Twitch jemanden zum Dings da machen? Zum Moderator? Ja. Schrägstrich, Mod, also MOD, Leerzeichen und dann der Name. Okay. Ich würde vorher gern nochmal was klären. Cold Case, du müsstest auch nur 9 Tonnen haben, ne? Ich hab das in Pfund. Pfund? Warum hast du das in Pfund? Ich hab's in LDS. Ja, weil das ATS ist und nicht ETS. Ja, eine hastetechnische Warnung an alle LKWs in Flexdev. Es befinden sich 2 LKWs mitten auf der Kreuzung auf der Fahrbahn. Das ist so korrekt. Und? Soll ich ein Stück zur Seite fahren? Rock, wie viel Tonnen hast denn du? 15. Dann fährt bitte Nugget und Rock vor und Cold Case und ich, wir fahren hinten, weil wir haben 9 Tonnen. Okay. Platz da, ihr Loser. Warte mal kurz. Mach auf der Hauptstraße dann. Das ist gesicherte Vorfahrt. Der kippt selbst dann nicht mehr um. Ah, fast gegen die Wand geknallt. Cool, du bist bei mir eigentlich noch Moderator, ne? Hat mir angezeigt. Ja, bin ich. Ich dachte, du warst raus gewesen, aber bist noch drin. Nee, ich bin noch drinne. Cold Case kannst fahren. Jo. Ist jetzt ein bisschen am Lacken, kann das sein? Wir beschließen es leer auf. Dauert nicht mehr lange. Denkt bitte dran, ich habe nur den Anfänger-Truck. Ja, da können wir nicht so schnell fahren. Vorsicht, da kommt ein LKW. Ach stimmt, das habe ich vergessen. Dass er ja die wenigsten PS hat. Dann ist vielleicht wirklich gut, wenn Cold Case ganz vorne fährt. Warum? Meinst ich hab dann alle aus dem Blick ist aus dem Sinn. Bad Boy hat den schlechtesten Motor. Genau, also muss er vorfahren. Ich kann nicht mehr vorfahren, ihr seid schon Kilometer weit weg. Brauchen wir langsam oder halt mal an. Wir fahren schon mit 48 Grad die ganze Zeit. Ich wurde gerade von einem Gummibären überholt. Alle da? Boah, er hat den ja so laut Musik an. Bitte. Sollen wir nicht erstmal vielleicht rechts ranfahren und uns vernünftig aufstellen erstmal? Oh, du kannst ja nicht einfach bremsen! Wir bremsen mal! Wir sagen und bremsen direkt! Mach du Foto? Obwohl, bringt doch nichts, wir haben nicht alle gleiche Trailer, ne? Oh! Nein, dann kann ich mal Radio eben umstellen. So. Sind jetzt alle bereit? Ja. Mhm. Ja, Bad Boy ist glaube ich schon vorgefahren. Nee, ich bin vor überholt und bin dann hier vorne stehen geblieben. So. Auf geht's. Also haben wir 2 gleiche Trailer und 3 Container gleiche Trailer. Jo. Jo. Best Boy, hol den besseren LKW. Cold Case, genau das gleiche. Dauert noch. Warum ich? Ich hab das stärkste, was es gibt. Ach Quatsch, du kommst hier. Du hast den stärksten LKW, den es gibt, den Kenworth W600 hast du? Ich hab einen Peterbilt. Ja, der Kenworth hat mehr PS. Der Kenworth W600 hat den meisten PS. Ja, von meiner, von meinem Hersteller halt, den stärksten. Hört auf zu heulen, ey. Bloß weil ihr einen besseren habt. Eure Pfeifen, ey.
Eure Pfeifen wie nichts, ey. Nee, ich feier keinen Canvas, ich feier den Peter, den alten, der pfeift ja nicht. Er hat nicht so einen lauten Kompressor am Laufen die ganze Zeit. Na, dann lass den gleichen Motor drinne wie ich hier. Das weiß ich nicht. Das müsste nee, ist ein älteres Modell. Du hast ein deiner ist, dein Motor ist Baujahr 2015. What the fuck? Bergboy, was machst du da? Er macht wieder seine Challenge, seine Benzin-Challenge. Yeah. What the fuck? Ich muss ihn abschleppen, damit ich ankomme, ohne zu tanken. Aber können wir uns auf einigen, dieser Konvoi hält nicht zum Tanken an? Nein! Nein, keine Tank-Challenge, Alter! Wir machen jetzt einmal voll und dann wird so lange gefahren, bis jemand stehen bleibt. Wenn wir schon nicht die Schaden. Meiner ist voll, aber egal! Das ist ja unfair, weil der andere, der hat viel weniger Tank drinne. Der hat einen viel kleineren Tank. Aber ich weiß nicht, was ihr habt. Nur weil ihr euch keinen LKW leisten könnt, einmal quer durchfahren kann. Aber das wäre lustig. Fahren bis zum letzten Tropfen. Ja, das wäre nicht schlecht. Dann müssten wir aber alle die gleichen LKWs haben. Nein, nee, das macht's langweilig. Den gleichen Tank. Und die gleichen Tankeinstellungen. Ja, das bringt dann ja nichts. Weil der Verbrauch ist ja geschwindigkeitsabhängig. Das heißt, wenn wir dasselbe Tempo fahren, verbrauchen wir auch alle das gleiche. Vorausgesetzt, wir haben dieselbe Last hinten dran. Ja, wir müssen die gleiche Last haben, die gleichen Tankgröße und die gleichen Tankeinstellungen. Ja, aber dann gibt es ja keinen Unterschied mehr, weil wie gesagt, der Verbrauch in ATS wird geschwindigkeitsabhängig berechnet und nicht lastabhängig. Das heißt, wenn alle denselben LKW haben, mit denselben Anhänger und denselben Tank, dann brauchen wir auch. Ja, dann müssen wir aber auch gleichzeitig schnell fahren. Und das tun wir ja halt alle nicht. Ja, aber wir würden trotzdem alle ungefähr gleich ausgehen mit dem Sprit. Das wäre ja nur Zufall. So wie wir es jetzt haben, verschiedene LKWs, das wäre doch viel lustiger. Bin ich ja der Erste, der stehen bleibt. Ja, das wäre aber wie gesagt auch nicht fair, weil wie gesagt Tankgrößen sind ganz unterschiedlich. Ja, ja. Also kann ich hier auch schon recht ranfahren und dann sagen, ich habe verloren. Alle gleiche Fahrzeuge, gleiche Aufträge und alles. Voll dir. Bei mir passen jetzt 330 Gallonen rein. Niedlich. Achtung, Leck voraus. Leck voraus? Donkey, was ist los? Bei Nugget oder was? Ich lasse ein bisschen abreißen lassen. Ich hab den geringsten voll Tempo okay, jetzt fahren. Da war aber irgendjemand. Ja? Ja, das bin ich gerade. Oh, der Nugget, aber heftig. Probier auch. Ja? Naja, eben, das ist er ja. Wow. Hab ich ja gesagt. Was wollt ihr eigentlich? Wir haben nur einen kleinen Ping-Schub gehabt, mehr nicht. Ja, einmal den ganzen Konvoi durchgeschüttelt. Nee, mich hat das überhaupt nicht betroffen. Brauchst du genug Beihilfen, oder? Ja. Ich glaube, ich kann euch alle abhängen. Der Traum ist noch hoch. Das glaubst du doch nicht. Das glaubst auch nur du. Aber da sieht man schon mal wieder, warum er nicht vorne fahren sollte, weil er nämlich nicht der Langsamste ist. Und weil er offensichtlich nicht weiß, wo er langfahren muss. Ja, irgendwie schon. Wir müssen geradeaus. Bin ja auch geradeaus gefahren, meine Güte, nee. Mit Umweg. Nur ein bisschen Geschwindigkeit geholt. Letzter Tankstopp vor der Ewigkeit. Bad Boy. Vor der Ewigkeit? Okay, ich fahr hier doch nochmal rein. Okay, Bad Boy ist weg, er ist raus aus dem Rennen, er ist tanken gefahren. LOL. Halten wir den mal an, ne? Ja. Aber erst nach der Tankstelle. Ich könnte weiterfahren, ich bin fertig. Ja, müssen wir aber langsamer fahren. Nein, ich hab ein Turbo, ich bin eh schneller wie ihr, fahrt. Okay.
Jetzt gibt doch Vollgas. Was soll ich denn machen? Zieh, 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 kein Bergauf, zieh, 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 kann doch nicht sein! Oh Scheiße, da war eine Hecke. Damage? Nein, eine Hecke. Da kann man durchfahren. Er hat sich gefragt, ob du Schaden hast, Mensch, dadurch. Und ich habe gerade gesagt, es ist eine Hecke, da kann man durchfahren. Ja, das beantwortet doch dir die Frage, Mensch. Du antwortest doch auch nie auf, was willst du trinken? Ja, ich gehe jetzt gleich schlafen, Mensch. Idiot, ich denke, das ist ein sehr unterhaltsamer Stream heute. Was? Hier ist auch keine Ausfahrt. Doch? Nee, ich bin gerade dran vorbei, da ist keine Ausfahrt. Ist gesperrt. Was das genau ist, Ford? Ford ist zu schnell gewesen? Keine Ahnung. Weil wir sehen, wie die Strafe kommt. Hat's dümm gemacht? Ja, einmal. Hüttel dümm? Ja. Na dann. Wow! Oh, da kommt ja doch jemand mit Affenzahn an! Nö, ich hab Vorfahrt zu beachten, also von daher. Ich war bei links, also hättest du mich rausziehen können. Nö, sowas mache ich nie. Oh, Risiko. Guck mal, da hat jemand Angst vor mir. Nö, ich achte nur auf die Verkehrsregeln. Nee, der Nugget, der hat Angst vor mir, der fährt rechts ran und macht Warnblinker an. Scheiße, er kommt! Also irgendwer ist im Konvoi verloren gegangen, ich habe noch 4 Leute auf dem Radar. Mir der Nugget kommt gleich hinter mir. Den Nugget sehe ich auch, ja, ist auch Bad Boy, aber Cold Case ist weg. Der hat auch die Waage. Oh. Naja, wir schleichen gerade eh. Wie viel seid ihr? 50, oder? Und drunter. Nee, drüber. Ich fahr 45. Ich glaube, ich brauche hinten auf dem LKW so ein Schild. Ich bremse für keine Waage. Ihr könnt, ich bin hinten dran wieder. Ja, da vorne schleifen wir jetzt eh wieder langsamer. Bad Boy, du langst wie Sau. Ja, ich habe jetzt auch einen 88er Ping. Monkey hat aber einen 129er. Nee, ich hab einen 27er. Bei mir hast du 129. Ach nee, bei mir steht gar nicht, bei mir steht einfach nur lokal. Nee, das ist der Abstand, die Ach so, ja. MS nee, ich hab tatsächlich bloß einen 27er. Das willst du jetzt nicht. Ja, 27, 28 ist bei mir. Enge Sache hier. Ja, sehr eng. Da links, ja, rechts. Gar nicht, ja. Hier vorne kommt auch nochmal ein Steinpörler. Überhol du mal. Ich glaube, das geht nicht gut. Ja, war ja Doppelspur. Also wie bei mir auch. Das ist irgendein also Synchronisation. Ja, ja, das ist ein Synchro-Problem. Die hatten jetzt im letzten Patch hatten die an der Synchro irgendwas gearbeitet gehabt. Okay. Ja, wo sind denn die anderen jetzt hin? Ich sehe sie ja gar nicht mehr. Hallo? Sind schon voraus. Okay. Also ich sehe den einen noch. Also auf der Player-Karte sehe ich alle noch. Und aus dem anderen Ding jetzt auch wieder.
links nur gerade aktuell. Einmal links. Der hat gerade rübergezogen, der hat bei mir nicht gemacht. Hast du Schaden? Der Strohwagen, ich kann nicht bremsen. Ob du Schaden hast, nicht Strohwagen? Nein, hab ich nicht. Alter. Ich hab 1% vorne dran. Autsch. Hab ich ein bisschen zu weit ausgeholt. Oh, Nugget ist auf der Seite und ich bin zu weit weg für ein Bild. Scheiße. Kriegst du halt noch drauf? Was? Hat er sich auf die Seite gelegt? Oh ja, aber richtig. Nein, er liegt auf dem Dach! Er liegt auf dem Dach! Oh, ich krieg's. Ich seh's nicht. Oh, lass es doch so liegen. Ich bin doch gerade gekommen. Ich wollte noch ein Bild machen. Also ich glaube, hier hat jemand die Challenge schon gewonnen hier. Nee, wenn er zur Werkstatt porten muss, dann ist er disqualifiziert. What? Das sind aber neue Regeln. Danke, Nugget. Damit habe ich die Challenge doch nie verloren. Forster, wo seid ihr? Warte mal. Wir stehen kurz nach der Kreuzung recht rangefahren. Mit einem super LKW. Also seid ihr in, Fahren wir nie am Barstow vorbei? Wir sind am Barstow vorbei, wir sind gerade auf der 58 nach Norden geschenkt. Und stehen da jetzt am Straßenrand. Ja. Ah, warte. Da war der ein bisschen zu schnell gewesen. Das war ja mal ein monumentaler Unfall. Ist der auch auf Video aufgezeichnet worden? Ja, ich habe ja Stream da oben. Ah, perfekt. Dann zieh ich mir da den Screenshot raus. Damit haben wir aber zumindest mal widerlegt, dass es möglich ist, in ATS den Laster auf die Seite bzw. sogar auf den Rücken zu legen. Ja. Relativ langsam gefahren. Trotz veränderter Physik hast du es hinbekommen. Das ist echt genial. Ja, so. Und Rogue, nicht ich war's. Bei dir ist es noch eine Frage der Zeit. Das wird nie passieren. Wie gesagt, dafür sind die Geschwindigkeiten so hoch in TS. Du hast gerade gesehen, Nugget war auch nicht schnell. Ja, aber meine Unfälle in ETS sind alle bei über 90 gewesen. Aber das war echt ein interessanter Unfall. Ich hab echt gedacht, das ist gar nicht möglich, auf die Seite zu legen, einen LKW. Ohne irgendwie eine Rampe oder so zu benutzen. Wie hast du das hingekriegt? Ich bin den verfolgt, und da war ich zu schnell, kriegst mein Abbiegen ein bisschen. Ich hab das ganze Rock, prüfst du mal bitte was? Hast du Schaden auf der Ladung? Nö, 0%. Alles klar, danke. Ich stand ja zu dem Zeitpunkt, als du mir reingefahren bist. Gut. Und wenn du stehst, kriegst du keinen Schaden. Also einen Punkt sehe ich schon. Los jetzt, weg mit der Feststellbremse. Wir könnten ja auch mal eine Challenge machen, wer macht den dramatischen Unfall mit dem LKW? Na, da hat Nugget schon gewonnen. Nugget hat schon mal einen guten Schritt. Gratuliere, Herr Gint! Also ich glaube, das kann man nur noch toppen, wenn man es irgendwie schafft, von der Brücke runterzufallen. Oh, Mensch, hast du halt gelackt, ey. Oh, wer kommt denn hier so schnell angefahren hier? Bad Boy fährst du. Du fährst aber in World of Trucks Tour, oder? Mhm. Okay. Ich fahr ja auch nicht schnell. Ich fahr gerade 60. Okay. Nee, 56 jetzt sogar nur noch. Ja, ich lass jetzt ein bisschen. 68. Ich bin bei 65. 69. Ach, schade, mehr geht nicht. Ich
65, 66. 67 ist Max. 67 ist Ende. 68. Hier kommt übrigens noch mal eine Tankstelle, Bad Boy, ne? Ja, ich bin noch fast voll. Ich wollte es nur sagen, weil jetzt kommt ein langes Stück ohne Tankstelle. Na, warte, ich dreh nochmal um. Rippelt er mal so schön im Bauch. Oh, hier kommt wieder so eine schöne Kurve. Da muss ich bremsen. Ich hab's gesehen, ey. Du bist echt um die Kurve geschossen, ja. Ja, aber richtig. Also hinten hat der Anhänger auf der linken Seite schon abgehoben. Ja, soweit zum Thema spektakulärste Unfälle. Ich muss die Anhängerstabilität wieder höher setzen. Beziehungsweise bei diesem Anhänger, der hat irgendwie einen ziemlich hohen Schwerpunkt. Naja, der ist auch ziemlich hoch. Kein Wunder, ob der so kippt. Nallt ihr durch den Ort, ey? Wow. Ohne Rücksicht, oder? Ja. Ich hab jetzt grüne, weil wenn Konvoi sind, heißt das, wir können alle rüberfahren, ohne anhalten zu müssen, selbst wenn es rot wird. Ich bin bei Knacke orange drüber. Ja, ein Konvoi zählt, hat ein Fahrzeug. Konvoi! Hallo! Bleibt der mitten an der Ampel stehen, der Cool Case! Ja. Oh, Games of Thrones! Was ist damit? Läuft gerade. Ach so. Kann das nicht mehr. Ich kann keine amerikanischen Serien mehr mit deutschen Dubs gucken. Das geht einfach nicht mehr. Na, ich habe die schnellere Spur auf euch drin. Warum nicht? Find die deutsche Stimme furchtbar. Die einzige Serie, die ich gezwungenermaßen auf Deutsch gucken muss, ist Walking Dead, weil Streams, die hochgeladen werden, sind leider die Deutschen von Skype. Okay. Aber wenn kann, ein aber Charakter, bei, der eigentlich... Bei Sky Tiefe, kann man übrigens auch den Untertitel, die Sprache umstellen auf Englisch. Ja, aber leider gucke ich das auf Burning Serious, die Streams. Ja, da bist du mir fast gerade schon wieder hinten reingefahren. Ja, weil du schneller zum Stehen gekommen bist, als ich geahnt habe. Oder deine Reaktion war zu langsam. Oder dein Abstand zu kurz. Ja, das sowieso. Nee, aber ich, am Anfang konnte ich Walking Dead noch mit Originalstimmen gucken und deutschen Untertiteln. Dann haben sie irgendwann bloß noch den deutschen Dub von Sky hochgeladen. Und dann zwischendrin mal wieder mit amerikanischen Stimmen. Und wenn du dann Rick hörst mit seiner original amerikanischen Stimme zu der deutschen, die amerikanische ist so viel besser. Ernsthaft? Ja. Wo habt ihr jetzt gewartet? Ja, auf euch. Warum? Weil wir hier schon eine Minute stehen. Ja, wir waren ja auch ziemlich weit hinten. Eben. Und wofür fahren wir Konvoi? Damit jeder für sich alleine fahren kann? Nee. So viel Freiheit fehlt hier noch. Ich hab auf Nugget gewartet. Und außerdem, wenn ich es im deutschen Fernsehen gucke, würde ich mit Walking Dead, also im Free TV, würde ich mit Walking Dead eine Staffel hinterherhängen, das würde ich nie überleben. Hä? Warum denn das? Negan ist so geil, weil die Staffel, weil die jetzt gerade läuft. Weil die Amis in der Staffel zeitig haben, oder was? Ja, es dauert immer ein Jahr, bis im deutschen Free TV die aktuellen Staffeln laufen. Ja, ein Jahr Free nicht, TV, aber... Free TV, richtig, ja, genau. In der Regel ein Jahr. Ja. Das stimmt. Bei Animes ist es sogar noch viel krasser, da kann es bis 10 Jahre sein. Oder wenn ich dran denke, wie schlimm der deutsche Arrow klingt. Boah.
Was mich ein bisschen stört ist, wenn die meisten Übersetzungen gemacht werden, sind die deutschen Übersetzungen so gar nicht mal so schlecht, aber die Stimmen wiederholen sich halt. Das ist für mich halt total nervig. Also sprich... Wer will jetzt überholen? Für verschiedene Personen wird immer halt gleich die Synchronsprecher genommen. Das ist... Ja, zum ich Beispiel der Negan wird von der Synchronstimme von... Scheiße, ich hatte gerade den Namen noch von dem Schwarzen aus King of Queens von Deacon, von der deutschen Synchronstimme von Deacon wird der gesprochen. Okay. Und das passt natürlich überhaupt nie. Ja. Dann werdet Synchronsprecher. Was ja, macht ihr mit eurem Elefantenrennen da vorne? Ja, Elefantenrennen. Dazu zu sagen. Oder ein gutes Beispiel ist auch Bud Spencer, der hat in Deutschland zwei verschiedene Synchronstimmen gehabt. Naja, das war ja sterbebedingt. Ja, stimmt ja, sein erstes Jahr dann auch gestorben. Seine erste Stimme war ja dann verstorben und... Ja, stimmt. Der ist ja in den 80ern gestorben. Aber ich finde, die Nachfolgerstimme war auch richtig gut. Der war richtig gut, aber er hat halt auch vieles andere synchronisiert. Auch die Stimme von Terence Hill. Weil die war ja schlimm, ey. Also die hat sich ja noch öfters geändert. Ja. Na, kommst du doch nicht vorbei jetzt, ja? Bin ich schon vorbei? Nein. Okay, ich sehe dich schon im Rückspiegel, dass ich mit einem Anhänger bin ich jetzt quasi an deiner Schnauze, müsste ich jetzt sein, ne? Ja, im Spiel ist ja schon fast an meiner Schnauze vorbei, ja. Aber wenn du rübergehst und jetzt kommt ein Berg, dann komm ich bei dir wieder ran und muss dich anschieben. Oder ein Lack und ich bin voll wieder drinnen. Ja. Aber am Berg, ich glaube, der Berg ist nie das Problem. Ich glaube schon. Weil ich habe genug Schwung jetzt da. Jetzt verlierst du das Spiel an Schwung. Oder geht's auf die Bremse? Nee, eigentlich nee, ich bin Vollgas. Ich bin normal 65, also der Bahn kommt wieder näher an der Bahn. So, na, ich bin gerade 60. Jetzt kannst du. Okay. Hast du abgebremst oder was? Nein. War halt übrigens mit Tastatur. Okay. Und das merkt man ja bestimmt. Kein Wim heute gehabt? Düdüt. Nö, nur vergessen, Controller anzuschließen. Wenn wir um die nächste Kurve... Naja, wenn wir um die nächste Kurve fahren, haben wir uns sowieso allein. Alle dran? Ja, sieht gut aus. Vierer, Fünfer, dann kommt der Fünfte. Boah. Bentley, was macht dein Tank? Alles noch in Ordnung. Da steht hier mitten auf der Auffahrt. Ah, ich wusste, dass der fährt hier. Alter, was geht denn mit dem, ey? Oh, falsche Spur, lass mal Report machen. Warte mal. Wer ist es? Scheiße. Warte mal.
Hier, wir können hier nicht stehen bleiben. Ich stehe ja mitten auf der. Ja, Abfahrt. Dann fahr weiter. Ich fahr wieder zurück. Ja, ich tu ihn mal trotzdem reporten. Der wird uns jetzt folgen, denke ich mal. Ihr kennt wieder. Monkey? Ja, fahr. Ah, ihr überholt uns alle. Komm mal ein bisschen langsamer. Nee, das war der Bad Boy. Alter! Also das war der Hosse da, der da. Hast du ihn reported? Naja, das ist, der hat schon report. Aber du kannst ihn gerne auch nochmal reporten. Nee, geht ja nicht. Wenn du ihn schon reported hast, da kann ich ihn nicht nochmal reporten. Ja, aber nach einer gewissen Weile, glaube ich, geht's wieder dann. Nugget, du willst jetzt nicht nochmal an dich ranfahren, oder? Oh, das war gar das nicht Nugget. Das ist nicht Nugget. Nein, das ist der Hase oder Hose, wie du heißt. Hase. Hase. Hose. Hey, hol die Hose bei mir. Ich brauche eine Hose für morgen. Oh mein Gott. Das hat er jetzt nicht über Funk gesagt. Doch. Sagst du mal, wenn ich rein kann, Rock? Naja. Wie weit seid ihr von uns jetzt entfernt, ne? Seid ihr hinter uns? Ja. Mautstation, Vorsicht! Wenn ich rein, Rock? Ja, wie oft soll ich denn noch blinken mit Fernsehen? Also, das sehe ich nie, das sehe ich nie. Ab einem gewissen Punkt sieht man es nicht mehr. Rechts, links, rechts, links. Mitte, rechts. Mitte, aber nicht wo die Grünen sind, da können wir durchfahren. Fahr mal da, wo die Grünen sind, durch. Ja. Vorsicht, Kopf, ist. Ja, ja. Junge. Boah, ihr habt gut Schwunge. Ich bin Vollgas da durch. Ich auch. War ja, aber echt auch. Haarscharf mit dem Trailer. Oh, mein Tank ist gerade ein Drittel erst. Du bist nicht Tank. Ich glaube, die Hälfte kriege ich nicht hin, Miss Eureka. Meine Hose, meine Hose. Wie viele Meilen haben wir noch? Tank reicht noch für 600 Meilen und 260 Meilen haben wir noch. Ich habe 264. Und bei mir kann man es so schlecht erkennen. Ich hoffe, die bringen das, dass er das Steuerrad woanders hin tun kann. Das 39 Gallonen. Nee, das macht's auch nicht besser. Die Digitalanzeige beim Wiederbild ist echt mickrig. Das kannst du fast nie erkennen. Du kannst das Steuer übrigens, glaube ich, schon. Geradeaus. Ja, du richtig, Ruck. Du kannst auch die Höhe des Lenkrads vor und zurück und hoch und runter ändern. Aber erst nach der Tour. Und du kannst den Sitz auch noch mal hoch und runter stellen. Also wer ist von uns ist gerade nach rechts abgebogen? Danke. Ah. Ich danke. Jetzt. Ach, wegen Kanker. So, ja. Ich Bescheid geben. Wenn du mal musst, dann fahr einfach rechts ran, dann kannst du gleich weiterfahren. Hört mich nicht mehr. Was hast du gesagt? Ja, auch gerade gemerkt, dass bloß Beschleunigungsstreifen war. Fahr wieder langsamer oder wie ist das jetzt mit Bad Boy? Ja, hätte ich gesagt, oder?
Also ich mach langsamer. Ist der wirklich disconnected jetzt? Really? Wie disconnected? Er ist aus dem Teamspeak raus. Connection lost oder Ne, hat glaube ich verlassen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube er hat's verlassen. Okay. Warte mal, ich guck mal schnell. Kommt gar keine Ansage? Doch, eigentlich schon. Halt mal. Ja, Connection lost hat er. Ja, hatte vorhin ja schon mit seinem Internet so Stress. Ja, er hatte gestern. Über Funk hat er kurz durchgegeben, was Internetprobleme hat wieder. Das ist ja echt beschissen, Mann. Steht weiter hinten jetzt, oder was? Ja, ich hab jetzt angehalten, weil ich gucken wollte, wo er disconnected ist. Gut, ihr könnt wieder losfahren. Geht los. Aber wir wollten jetzt auf Ding, auf Bad Boy, dass wir dran sind. Der ist doch gerade wieder ins CS gekommen, oder? Ja, ja, ist wieder da. Ist wieder drin. Ihr müsst noch ein paar Sekunden warten, dann bin ich auch wieder hinter euch. Jawohl. Mitgemacht. Ja, mein Internet spackt gerade mal wieder. Ja, wir haben's gehört. Oh, mein Arsch tut weh. Oh, Sitzfleisch ist echt übel. What the fuck? Nvidia Shadowplay schon wieder los. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Hast du den laufen oder was? Apropos, ich hab gesagt, dass ich jetzt rausfahre zum Tanken. Nur ich glaube, ihr habt das nicht mehr gehört. Also ich hab's gehört. Du hast ich hab's gehört und ignoriert. Ja. Er kommt, wir können losfahren. Oh, der kommt da angeschossen. Ach so, der kommt schon noch, gell? Peter! Linker links! Peter! Wie er schläft, ey! Peter scheint irgendwie AFK zu sein. Nein, alles da, alles da. Ich hab bloß gerade was gegoogelt, aber. Guck, du kannst. Hättest du einfach überholen können, Rock, aber da du mir ja nee, so. Nee, ich war so dicht an die Tange gefahren gerade, um das zu sparen, dass ich da nicht rauskam. Naja, ich hab das schon mitgekriegt, dass du mir ins Getriebe gekrochen bist. Und freundlicherweise ist dann Cold Case auch hinten rangefahren, dass ich Angst hatte, rückwärts zu sitzen. Ja, aber gut, ich war auch so dicht an Nugget dran, dass ich hätte auch keinen Platz gehabt zu navigieren. Ja, eigentlich kann man ja auch so fahren, aber ich glaube, in der Realität ist man nicht mit solchen Chaoten wie mit euch konfrontiert. Schönen Dank! Immer wieder gern. Lecker, du leckst gerade übelst. Echt? Ja. Wie kurze, heftige Lecks waren es jetzt. Ja, er leckt immer, obwohl er den besten Ping hat. Das ist ja gerade schlimm. Ich lecke aber nur im TS. Nein, du leckst auch im Spiel, jetzt hast du geleckt. Du leckst auch im Spiel. Du hast jetzt im Spiel also gerade geleckt. Ja, das ja, kann, da kann ich nichts zu sagen. Aber nur. Ah, hab ich habe einen höheren Ping, aber ich habe es geschafft, ihn zu hacken. Lass ihn mir immer niedriger anzeigen. Nutzt den Honig viel, wenn er rumleckt. Ja, aber ihr merkt es ja nicht. Kannst. Natürlich nicht. Wir sehen es bloß, wie du dich immer whoops, sprungweise bewegst. Das ist kein Leck, das ist meine neue Fahrweise. Ah ja. Ich teste dann die Start-Stopp-Mechanik von meinem LKW. Ach so, die geht aber ganz schön schnell. Ja. Das, was ist denn das für ein modernes Zeug? Kenn ich glaube auch nie, dass der die hat. Das ist aus Japan, das. Sag mal, Bad Boy, was machst du? Das ist aus Japan. Hat das jemand auf dem Film gehabt, was Bad Boy gerade macht? Ja, ich. Danke dir. Was hat Bad Boy gemacht? Der fuhr von der. War komplett auf die andere Fahrspur. Der macht hier Slalom. Da sind Menschen auf der Autobahn. Oh, bitte lass ihn gleich durch die Landplage knallen, links, ey. Dann haben wir lange Ruhe davon.
Nein, Spaß beiseite. Natürlich. Bad Boy, du Arsch. Zwinker, Smiley. Was war das denn jetzt? Hast du jetzt erst auf Null runtergebremst? Naja, weil du mich eingequetscht hättest. Bei mir warst du noch weit genug weg. Nee, ich war direkt neben deinem Trailer. Okay, das war nicht rechts, Vorsicht. Hab ich dich getroffen? Nein, ich hab recht, deswegen musste ich auf Null runterbremsen. Mach doch nie so eine gefährlichen Überholmanöver, Mensch, ey. Genau, bin ich aber auch. Dieses Überholvermögen hier hinter mir. Seid doch mal froh, dass der Porsche-Fahrer hier vor euch ist. Ja, Matchbox-Autos habe ich auch mal gesammelt, ja. Ja, ich weiß, Bad Boy, du hast hinten den Aufkleber dran. Jetzt bin ich noch klein, aber später bin ich mal ein Ferrari. Nein, ich habe Aufkleber hinten drauf kleben. Vorsicht, ich bin getarnter Ferrari. Ja, vier. Ferrari in außergewöhnlicher Tarnung oder was wird das? Hey, hinter mir vorsichtig! Der kriegt mich ja nicht mal ein hinter mir, oh Scheiße. Ich bin Käfer getarnt als Ferrari oder was? Ja. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich im Fortfahren im Laufen. Michael Schumacher, Damon Hill auf Platz 1 und hinter ihm Michael Schumacher, aber er kommt irgendwie doch nicht näher. Also mit der Konvoi-Disziplin und nicht überholen müssen, das müssen wir noch üben. Ich bin gerade so voll auf Vollgas, dass ich... Ja, ist auch kein Problem, ich bin auch auf Vollgas. Ich frage mich nur, wie ich jetzt gleich an Nugget vorbeikomme. Nee, ich lass dich durch, weil ich habe weniger Gewicht als du. Dann muss ich ja nie hier vorne rumbrettern. Ja, Ruffy, Alter. Wenn du auf die linke ziehst, dann habe ich ein Problem gleich. Ja, du kannst ja den Mittelstreifen noch benutzen. Nee, ich bin jetzt auf der rechten. Ich bleibe auch auf der rechten, alles gut. Alles klar, aber ich hab jetzt gerade übelst Schwung, ne? Ich auch und ich will nicht bremsen. Also wenn der Waage kommt, vergesst es. Noch 30 Meilen. 29. 22. 18. Oh, Ruffy! Ich bin auf meiner Spur, alles gut. Hat da jemand gerade 18 gesagt? Ja. Willst du uns verarschen? Nein. Eigentlich sind es noch 9. 7 Meilen sind es noch. Warum hast du weniger Meilen wie wir? Ich weiß es nicht. Achtung, Lack hier in der Stadt. Boah, wer hat diese scheiße Check24 Werbung ran? Everybody dance now! Boah, ich hasse sie, ich hasse sie. Aber es ist nicht die Werbung, es ist das Lied, das Originallied. Ah, okay, schön mit dem Messer rein, Alter. Alter Schwede. Ich muss hier mal links. Ach, hier. Oh, Nugget, du leckst ja. Oh, ein vom jetzt. Ja, die ganze Stadt leckt hier. Rot, schalte an. Ach, in den. Ruffy, musstest du Strafe zahlen? Er hatte noch grün gehabt. Raffi, ich bin immer bei euch noch oben. Wer fährt denn hier vor mir? Ich glaub, das bin ich. Nein, das ist Raffi. Nein, ich bin an der Spedition. Ja, die letzten zwei Ampeln, die du überfahren hast, hast du die überhaupt gesehen? Nö, weil ich keine Strafen hab. Ampeln sind mir sehr egal, wie... Oh Mann, ey. Tofu zum Scheiße, Mittag. Scheiße. Hat sich jetzt jemand vorne oder was? Wo ist du blutiger Amateur her? 40. Habe ich leider nur Glück gehabt. Oh, HSW. Das nehmen wir. Diese Scheißfirma, oder? Ja. Oder? Jawohl. Ja, sollen wir mal gucken, wer schneller ist?
Nugget? Ja. Sagen wir mal, wir haben ja denselben Anhänger und dasselbe Ziel. Ja, musst aufpassen hier. Die Seitenstraße ist ein bisschen tricky. Ah, du fährst schon wieder zu weit. Ah, weiter, noch weiter. Was zum Teufel macht der da vorne? Keine Ahnung. Ja, du warst schon richtig, einmal frei, du warst schon richtig. So von der Art und Weise. Nein, weiter einlenken. Andere Richtung. Wird nichts. Ey, das wird wirklich nichts. Wann willst du die Zeit nehmen? Wenn ich den Button erst drück, oder? Ich hab jetzt gerade mein Handy nicht hier, kann. Weiter das Handy da? Du bist zu weit hinten dran, also ich hab kein Handy jetzt da kommt. Ja, warte, ich bin gleich wieder da. Eine komische Ecke noch. Ruffy, mehr einlenken. Ja, bei mir hat das ja eh nichts zu sagen, weil ich habe ja eine ganz andere Fracht wie ihr. Oh, wow, das wird knapp, das schafft ihr wieder nicht. Fahr mal weiter rechts. Nee. Darfst du nicht. Musst weiter rechts fahren. Ach, da ist ja noch so ein komisches Ding. Ah. Ja, sag dich doch. Hörst du mich überhaupt oder was? Ja. Ich hab bloß das. Auf der 3 sieht man dieses Teil, was da auch immer noch rausragt. Nee. Ja, ne, deshalb sag dich ja mehr einlenken. So, ich bin bereit. Sekunde noch. Was ist das weiter jetzt? Einlenken. Das passt immer noch nicht. Weiter einlenken. Ja, Sekunde noch. Alter Schwede, Ruffy, ey. Jetzt müsste es aber hin. Nein, immer noch nicht. Weiter einlenken. Okay. Gut. Ah, jetzt lädt die Zeit. So, jetzt gerade. Jetzt wieder versuchen, ein bisschen gerade. Genau. Okay, Nugget, ich bin bereit. Sauber. So, sag. Okay. Und immer gerade. Nach gerade weiter. Nur 40 XP. So. Ja, okay, dann mach. Okay, 3, 2, 1, go. Stopp. Kannst noch mal abbrechen, weil beim 40er bin ich jetzt gerade dran. Ja, ist doch egal. So, warte mal, dann fangen wir nochmal von vorne an, Nugget. Okay, na, jetzt steht schon perfekt da. Okay, ja. Warum wertet ihr das nicht? Vielleicht noch ein Stück. Jetzt. Ja, weil ich auf Stopp gedrückt habe, als hier Bad Boy das gesagt hat. Ja, ist doch im Gegensatz zu ihm doch völlig unfair, wenn ich jetzt hier stehe. Das ist irrelevant. Und du gleich einfach nur rückwärts hier reinknallen kannst. Oh. Also diese komischen Müllcontainer hier sind echt fies. Ja, die sind echt fies, die Ecke, ne? Ja. Weil man das echt nicht sieht. Deshalb tue ich auch rausgucken, wenn ich... Also das ist jetzt eine Ausnahme, dass ich rausgucke, sonst tue ich auch immer mit der Dreier einparken. Ja, ich hab auch grad. Ich benutze eigentlich ungern die 3, weil ich die 3 als Cheat empfinde, weil als Original-LKW-Fahrer hast du die ja auch nicht. Ja, gut. Gut, da hast du zwar noch hinten einen Einweiser, aber. Den haben aber wir halt nie. Ich find's. Mal keiner wegporten, ne? Dann suchen wir die nächste Tour von Eureka aus, okay? Dann bin ich mal ganz kurz auf, kann mir mal schnell was in die Mikrowelle schmeißen. Einparken auch erstmal rauchen. Und ich glaube, Nugget hat ein paar Probleme. Oh ja, ich glaube, das hätte ich gewonnen. Du weißt, dass das Tor weiter hier drüben ist. Absatz! Jeder hat seine eigene. Du lenkst so weit ein, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, definitiv, da stimme ich dir zu. Jeder hat seine eigene Technik. Ja, aber wenn man das schon sieht, dass er schon halbwegs an dem Tor vorbei ist mit seinem Hänger, dann ist das nicht gut mehr. Also ich bin bereit, ich stehe perfekt. Das ist richtig, du stehst richtig gut. Kann man da eigentlich rein? Tja, das werde ich jetzt mal austesten. Nee, leider nicht. So, es sieht wie dieses scheiß Dach hier, ne? Mhm. Ja.
so, ich muss noch weiter hin. Oh, das hätte ich so gewonnen, ey. Schade. Kannst wieder nach vorne fahren, den kriegst du nicht rum. Du knallst gleich wieder gegen den Tieflader. Oh, hier ist ein Sportplatz. Mal sehen, ob ich auf den hochkomme. Nee, leider nicht. Schade. Das könnte, das sieht gut aus. Ah, nee. Ah, das ist wieder scheiße. Noch einmal rausziehen. Hat sich der Anhänger gerade bewegt? Schien, als ob er geschaukelt hätte. Stopp. Fährst du gleich hinten dran. Und du bist über diese Pöller gefahren. Ja. Oh, mein großer Road. Steh ich hier verkehrt oder? Steht noch, steht's noch in Ordnung. Aber wirklich viel solltest du jetzt sich nicht mehr bewegen. Oder so ist auch gut. So, ich bin wieder da. Alle bereit? Wurde abgeliefert einmal. Ach so, okay. Aber mach mal hin hier, das kann ja nicht sein. Na, dann können wir vielleicht schon mal klären, wer gleich unser Disponent ist, also wer entscheidet, wo es hingeht und was wir fahren. Der Bad Boy entscheidet, weil der den niedrigsten Level hätte. Dann, das halte ich für eine sehr gute Idee. Wir fahren nach Frankfurt. Hä? Da steht nicht richtig drin? Hä? Was soll das denn für ein Scheiß? Wir hätten einen weiten Weg vor uns. Ah, jetzt nur ein Stück zurück. Noch weiter. Perfekt, ich hab's geschafft. Gleich mit. Ausgezeichnet. Also wie gesagt, ich würde sagen, der mit dem niedrigsten Level, und das wäre dann Bad Boy, entscheidet. Oder geht vor, besser gesagt. So, auf die Fertig, los. So, Frankfurt hätte ich anzubieten. Nein, ich hätte anzubieten. Blackstaff, ein Digger 500. Ja, ist genommen. Ja, dann hab ich. Los. Moment. Ich will jetzt fünfmal insgesamt ein Jahr hören. Angenommen schon. Ja, angenommen. Nugget, bist du da? Ja. Cool Case, bist du da? Gold, hallo? Ist der genau aus dem Grund? Genau aus dem Grund. Weil das vorhin genau so gelaufen ist. Cool Case. Hallo. Hast du die Fracht? User disconnected from your channel. Ja, okay, das ist auch noch ein Fort. Also ich koppel jetzt an und mach dann noch Hopp-Pause. Also nehmen wir jetzt, egal User was er sagt, die... So, jetzt. Hast du ein Digger 500 nach Stadt? Wie heißt die? Flagstaff. Flagstaff. Nein, hab ich leider nicht. Hast du irgendwas anderes nach Flex? Ich hab euch gehört, aber mein Teamspeak hat nicht mehr funktioniert, keine Ahnung. Okay, ich bin AFK, bis gleich. Hast du mal aktualisiert und geguckt, ob du was nach Flexdev hast, ein Digger? Guck's, ich kann jetzt nochmal aktualisieren, ja. ABCDEF. Schau doch bitte nach Preis. Mach den Preis nach oben, dann hast du auch diesen Auftrag als erstes. Nein. Ich also musste mit mehr Betonung machen. Nein. Dann weiß ich nichts. Wirklich nichts nach Flexdev.
Ja, dann, also können wir schon, dann können wir es schon knicken, dann brauchen wir den Auftrag doch eigentlich gar nicht annehmen. Was für ein Level hast du, Nugget? Ich hab Level 25 oder so. Ja, eigentlich müsste er ihn locker haben, weil ich bin Level viel weiter unter ihm. Ich bin ich hab so das Gefühl, bin, dass es bei den World of Drugs Touren ein Limit gibt, was Maximum an gleichen Aufträgen rausgegeben werden darf. Genau das habe ich vorhin schon mal gesagt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich habe zum Beispiel auch nie alles geskillt. Also es könnte sein, wir machen das jetzt noch, wir warten jetzt, bis der andere da ist, und dann hängen wir alle nochmal ab und gucken nochmal nach einem anderen Auftrag und dann gucken wir, dass alle Ja sagen. Genau, und dann, dass also auch alle da sind. Also wir fragen erstmal, ob alle da sind. Dann gucken wir, dass alle das Gleiche haben. Dann will ich fünfmal ein Ja hören und erst dann fahren wir los. Seid ihr alle da? Nein, ja. Rauch ist rauchen. Mikrofon muted. Also brauche ich den Auftrag gar nicht erst annehmen. Dann breche ich den nämlich gleich ab. Du kannst direkt wieder abbrechen. Ja, also sagen wir mal, wenn vier Leute den haben und einer ihn nicht hat, dann jetzt macht das natürlich vorbei. Auch keinen jetzt Sinn. Jetzt haben wir alle abgebrochen. Ich habe abgebrochen. Ich auch. Also wenn, dann machen wir es richtig. So. Bin mir nicht sicher, ob das so funktionieren wird. Ach, Rock wird jetzt heute wieder meckern, aber am Ende wird er trotzdem brav. Wenn wir den Auftrag sehen, alle, deswegen habe ich ja extra gefragt, seht ihr den alle? Weil wenn nämlich einer ihn nicht sieht, dann ist er schon gar nicht mehr aktiv für ihn. Und deswegen müssen wir nach dem nächsten Auftrag gehen. Punkt. Wir müssen doch nicht zwei Stunden lang da diskutieren. Ja, du wirst aber nicht für fünf Leute den gleichen Auftrag finden, das wird nicht funktionieren. Doch. Ich habe schon einen Konvoi gesehen, auch in ATS. Da waren 16 Leute hintereinander und hatten denselben Trailer mit derselben Lieferung. Ich habe ja, weil sie den gleichen Spielstand benutzt haben. Was? Weil sie den gleichen Spielstand benutzt haben. Nee, da waren auch welche bei in meinem Level. Hör auf, nein zu sagen, weil du weißt es nicht. Was? Du meinst, sei denn, du in der Spedition dann einen Spielstand benutzen mit gleichem Level etc. und gleichem Skillung? Genau. Ja, war okay. Aber der Fall nicht. Gib dann laden den Spielstand einfach rein und dann Deutsche. Geht's los. Okay. Man muss halt nur gleichzeitig drin sein. Gibt auch synchronisierte Spielstände. Ah, ist doch. Aber meist bei so einem Riesenkonvois ist es meist so, dass die alle den gleichen Spielstand benutzen, quasi sozusagen, und dadurch auch gleiche Level haben halt und gleichen Trailer und alles, weil sie halt den gleichen Auftrag alle sehen. Ist klar. Dann verstehe ich aber nicht, warum die 125er, oder wie viel Level habt ihr hier, Monkey? Ich bin gerade mal ein bisschen über Level 20. Und wie viel hat hier Goldcast? Rock hat ein bisschen was über 30 höchstens. Ja. Wir sind alle in einem Levelbereich. Und 25er Level. Na, ich habe zum Beispiel keine hochwertige Fracht. Hochwertige Fracht habe ich plus 3 von 6. Warum macht er das auch? Alles andere habe ich geskillt. Ja, aber zuerst kommt immer hochwertige Fracht. Hab ich dir damals schon gesagt. Hat er recht, weil das sind die wertvollen. Ja, stimmt. Hochwertig. Und Langstrecke. Und Langstrecke bringt am meisten Geld. Ja, ist ja fern.